Heute wollen wir uns mit dem Thema Fahrwerk befassen, genauer mit den Federbeinen. Zum Fahrwerk gehört ja eigentlich alles, was den Roller oder den Rollerrahmen mit der Straße verbindet. Das heißt Räder, Gabel, Radaufhängung und eben die Federbeine. Heute gibt es eine ganze Menge verschiedene Federbeine auf dem Markt, die unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Preisen können. Aber es gibt auch immer mehr Federbeine, die eine ganze Menge Verstellmöglichkeiten bieten. Und ja, da ein bisschen Aufklärung zu schaffen, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wollen mit ganz grundlegenden Dingen anfangen, nämlich wozu dient so ein Federbein und wie ist so ein Federbein aufgebaut? Im Prinzip besteht es aus zwei grundlegenden Teilen, einer Feder und im Inneren ein Dämpfer. Bei einigen Vespa-Uldi-Modellen und auch bei Lambretta-Modellen sind Dämpfer und Feder getrennt. Das Arbeitsprinzip bleibt aber das gleiche. Wozu dient die Feder? Sie ermöglicht eine flexible Radaufhängung und damit erstens ein wenig Fahrkomfort oder auch 4 km Fahrkomfort und zweitens ermöglicht sie, dass auch auf unebenem Untergrund das Rad immer Bodenkontakt behält. Wozu dient der Dämpfer? Moderne Stoßdämpfer haben einige Aufgaben in einem Fahrwerk, aber dazu später. Aber die wichtigste und einfachste Aufgabe ist immer noch, die Ausfederbewegung des Federbeins zu dämpfen und damit das Fahrwerk zu beruhigen. Dazu habe ich euch etwas vorbereitet, um das zu veranschaulichen, nämlich hier meine Vespa-Gabel. Und hier habe ich eine Straße aufgezeichnet mit einem etwas ungewöhnlichen Hindernis, könnte ein Bordstein sein, ist natürlich extra übertrieben, aber das dient natürlich der Veranschaulichung. Also, der Roller kommt hier jetzt angefahren, fährt gegen das Hindernis und wie gesagt, die Feder hat den Auftrag, dass der Roller hier oben gerade bleibt, federt ein und der Roller fährt gerade weiter. Aber wie ihr seht, ist jetzt Spannung auf der Feder und wenn diese Spannung sich entlädt, dann flippt der Rahmen nach oben und der Fahrbahnkontakt wird schlecht, außerdem nervt's. Gut, so, jetzt wird mein Stoßdämpfer eingebaut. Ich fahre wieder hier lang, federt ein und jetzt hat der Dämpfer die Aufgabe, die Energie abzufangen und dafür zu sorgen, dass der Stoßdämpfer oder das Federbein langsam ausfedert. Kann ich vielleicht da hinten mal zeigen, wie das im Extremfall aussieht. Ich habe hier eine Lambretta und dieses Modell ist ursprünglich ohne Dämpfer vorne gekommen. Ich habe ja schon angefangen auf Dämpfer umzubauen. Hier sind schon Halterungen verbaut, aber noch sind keine Dämpfer dran. Und das Ganze sieht dann so aus. Das springt richtig raus. Ne? Und natürlich im Fahrbetrieb ist das sehr unruhig und beim Springen kann sogar der Reifen auf sehr unruhigem Untergrund die Straße verlassen. Wie ein solches Federbein jetzt im Einzelnen aufgebaut ist, das möchte ich euch jetzt gerne genauer erklären. Ich habe hier erstmal ein sehr einfaches Federbein, das ist ein Originalersatz. Und zwar sieht man hier gut, außen ist die Feder verbaut, im Inneren die Dämpferpatrone. Und das ist erstmal der Grundaufbau. Dann gibt es noch einen etwas aufwendigeren Stoßdämpfer hier. Der hat eine Verstellung für die Vorspannung der Feder und hier oben eine Zugstufenverstellung. Und das geht dann noch über einen externen Ausgleichsbehälter hier und eine Druckstufenverstellung bis hin zu den wirklichen Rennmodellen, die unterscheiden sich vor allem dadurch, dass diese Druckstufenverstellung gleich zweifach da ist. Und zwar einmal Highspeed und einmal Lowspeed. Wie das alles funktioniert, was das bedeutet, dazu kommen wir später. Ich möchte euch ganz kurz erklären, wie ein solcher Stoßdämpfer im Inneren aufgebaut ist. Wie das wirkt, dass der überhaupt so arbeiten kann. Das ist relativ interessant für das Verständnis der Funktionsweise von eurem Fahrwerk. Es gibt natürlich unzählige Arten, wie solche Stoßdämpfer aufgebaut sind. Aber die Verstellstoßdämpfer oder die verstellbaren Stoßdämpfer, die es heutzutage für klassische Rollermodelle gibt, sind von der Grundkonstruktion
relativ ähnlich oder haben meistens das gleiche Grundprinzip. Und zwar ist das hier die Dämpferpatrone, hier das Auge, wo es verschraubt wird, hier die obere Verschraubung und dann die Kolbenstange. Und hier ist jetzt so eine Platte mit Ventilen drin und hier drin befindet sich Öl. Und zwar oberhalb und unterhalb dieser Platte. Und dann gibt es hier nochmal so eine Art Korken, beweglichen Korken oder Kolben, wird im Normalfall Trennkörper genannt. Und hier drunter befindet sich Gas, meistens Stickstoff. Wenn jetzt so ein Federbein einfedert, ne, ihr habt ja im Normalfall um diesen Dämpfer noch außen hier die Feder, dann bewegt sich diese Platte nach unten und das Öl muss durch Bohrungen, die sich in dieser Platte befinden. Das Gleiche passiert natürlich umgekehrt, wenn das Federbein wieder ausfedert, bewegt sich diese Platte nach oben und das Öl, was hier drin ist, bewegt sich hier drunter. Wozu jetzt dieses Gas hier unten? Wenn die Kolbenstange hier einfährt, nimmt sie ja einiges an Volumen in Anspruch, was sich normalerweise in der Dämpferpatrone befindet. Und um das ausgleichen zu können, ist hier unten diese kleine Kammer, die mit Gas gefüllt ist und die flexibel mit dem Öl verbunden ist. Das heißt, die Kolbenstange fährt hier rein, das Volumen hier drin wird in Anspruch genommen, das Gas drückt sich zusammen. Das ist auch der Grund, warum es so einen leichten Effekt gibt, wenn ich jetzt einen Dämpfer nehme. Wie gesagt, er soll ja dämpfen und nicht federn eigentlich. Und ich drücke den zusammen, dann kommt das von alleine wieder raus. Das liegt daran, dass hier unten das Gas komprimiert wird und einen Effekt gibt, der das wieder zum Ausfedern bringt. In diesem Video haben wir uns ja vor allem mit den Basics beschäftigt. Wie ist ein Federbein aufgebaut? Welche Einstellmöglichkeiten gibt es unterschiedliche? Beim nächsten Mal wollen wir uns dann anschauen, wie das am Fahrzeug wirklich ausschaut, wie man das in der Realität am besten einstellt, damit euer Fahrwerk auch richtig funktioniert. Wenn euch das interessiert, wie das richtig funktioniert, seid so nett, abonniert den Kanal, drückt die Bimmel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.